Nachdem die US-Wirtschaft schon im Juni sehr, sehr stark abgekühlt hat, sichtbar am City Economic Surprise Index, setzt sich das jetzt im Juli fort. Gestern hatten wir den schwachen Einkaufsmanager-Index und heute haben wir eine Kaskade an miserablen US-Daten gesehen. Und das wiederum sorgt natürlich dafür, dass die Hoffnung da ist, naja, dann werden die Zinsen bald sinken. Und genau das treibt die Aktienmärkte nach oben. Aber es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis die Aktienmärkte dann eine intellektuelle Transferleistung hinbekommen. Und die heißt, naja, was ist denn, wenn die Wirtschaft in die Rezession fällt und vieles und immer mehr deutet jetzt vor allem ja darauf hin, was passiert dann mit dem Konsumenten? Kann der dann überhaupt die Produkte kaufen, der Unternehmen? Und die Antwort ist nein, er wird sie nicht mehr in der Form wird kaufen können, als er das noch zuvor getan hat, zumal die Ersparnisse aufgebraucht sind aus der Corona-Zeit. Und das wiederum bedeutet, wenn der Konsument nicht mehr mitspielt und die Firmen sozusagen ihre Margen nicht halten können, ihre Umsätze nicht halten können, dann stellt sich die Frage der Bewertung der Aktienmärkte. Und es ist eine Frage der Zeit, nicht wann das passiert oder nicht ob das passiert, sondern wann das passiert. Ich denke, allzu weit wird dieser Zeitpunkt nicht sein, auch wenn alle heute natürlich wieder besoffen sind von den Allzeithochs. Schauen wir uns die Dinge mal an und starten chronologisch, was heute an Daten reinkam. ADP Arbeitsmarktbericht, der war noch vergleichsweise okay mit 150.000 neuen Stellen statt 165.000 erwartet, aber wenn man sich den Text anschaut vom ADP, dann heißt es nicht breit angelegt. Da gab es zwei Branchen, die gute Beschäftigung geschaffen haben. Die anderen Branchen waren da überhaupt nicht beteiligt, so die Aussage des ADP. Dann haben wir die Erstanträge und Folgeanträge gesehen auf Arbeitslosenhilfe und vor allem der wieder erneute Anstieg der Folgeanträge, also von Leuten, die offenkundig Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden und dann eben diese Folgeanträge stellen auf jetzt 1,858 Millionen. Das ist natürlich schon ein klarer Trend, der sichtbar ist hier in diesen Charts. Das heißt, immer mehr Leute in den USA werden nicht mehr in der Lage sein, an diesem Arbeitsmarkt zu partizipieren, damit nicht mehr in der Lage sein, so zu konsumieren, wie es vorher der Fall war, werden damit ihre Schulden nicht bedienen können, etc. etc. Und ob das wirklich ein Grund zum Jubeln ist, weil die Fed dann die Zinsen senkt, das wage ich mal zu hinterfragen. Dann aber der Tiefschlag. Nicht für die Aktienmärkte, die fanden das bombig, aber für die Freunde des Soft Landings, also der weichen Landung der Wirtschaft in den USA. Wir haben einen ISM Service Index gesehen mit 48,8, also Schrumpfung, alles unter 50 ist Schrumpfung. Gleichzeitig die Preise, Prices Paid mit 56,3, die einzige Komponente, die nachhaltig wächst, wenngleich nicht ganz so stark wie jetzt im Vormonat mit 56,7, aber dennoch deutlich wachsend. Das heißt, wir haben jetzt den schwächsten ISM-Index-Service und der ist ja relevanter eigentlich als der ISM-Gewerbe, weil die US-Wirtschaft ist zu 80% Dienstleistung und hier sehen wir, das ist der schwächste Wert seit Corona. Und hier heißt es auch, die Kosten für einige Rohstoffe sind deutlich gestiegen. Langsamere Lieferleistung der Zulieferer ist eine Folge der Transportprobleme und nicht Folge eines Anstiegs etwa der Nachfrage. Das ist schon ziemlich eindeutig. Anhaltender Beschäftigungsrückgang etc. All das deutet natürlich darauf hin, dass morgen die Arbeitsmarktdaten vielleicht nicht so richtig, am Freitag die Arbeitsmarktdaten vielleicht nicht so richtig toll ausfallen werden. Aber wer weiß, was das Burst-Death-Model dann noch alles zaubert. Dann hatten wir auch die Industrieaufträge. Überraschend gefallen, minus 0,5 statt der minus 0,2 erwartet, ohne Transport sogar minus 0,7. Und schauen wir uns mal an, wo das große Problem ist, vor allem im Bereich Construction. Hier haben wir den größten Anstieg von Layoff-Announcements im Challenger-Index seit der Finanzkrise, seit September 2007. Hier sehen wir zum Beispiel Gastronomie und Food Services, wie hier die offenen Stellen abnehmen. Wir sehen in so vielen Bereichen, Retail Trade, sehen wir, dass das immer weiter nach unten geht. Also da ist schon was im Argen. Das ist jetzt nicht mehr zu kaschieren. Und dann eine Folge auch der geringeren Exporte der USA hat sich das Handelsbilanzdefizit jetzt auf den höchsten Stand wieder seit 2022 ausgeweitet. Also man macht ziemlich dickes Minus, nämlich die Amerikaner. Und jetzt kann man sagen, naja, ist ja egal, weil die Unternehmen
Unternehmen verdienen ja prächtiges Geld. Dann gucken wir uns mal den City Earnings Revisions Index an. Und der ist wieder deutlich im Negative Territory, also im negativen Territorium. Das heißt, man muss die Gewinnschätzungen zurücknehmen. Wir stehen ja jetzt noch einige Zeit vor der neuen Berichtssaison, aber es riecht nicht gerade danach, als würde das jetzt rosige Aussichten geben, aber rosig für die Märkte, weil eben diese Karotte vor dem Esel, oh, die Fed wird die Zinsen senken und dann wird alles gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen gesenkt werden jetzt im September, noch nicht im Juli, da geht man nicht davon aus, aber im September bei 2/3, 66,5% und sogar 6,1%, dass schon im Juli die Zinsen gesenkt wurden und dann im September nochmal. Also da hat sich deutlich was verschoben. Auf der anderen Seite haben wir bei dieser Komponente bezahlte Preise im ISM gesehen, also von nachlassendem Preisdruck noch nicht viel zu sehen. Wenn die Rezession komplett da ist, dann wird dieser Rückgang der Preise stattfinden. Aber wir sind eben noch in der Situation, die Wirtschaft kühlt sich deutlich ab, aber die Preise bleiben hoch, also ein stagflationäres Szenario. Und das wird unterstützt etwa durch die Frachtraten, sehen wir mal von China nach Westen, steigen an, wenn man hier mal die Freight Rates Futures sieht, also die Dinge, die Kontrakte, die letztendlich die erwartete Zukunft handeln, dann dürfte das höhere Frachtraten geben als in Corona, als wir ja praktisch im Lockdown waren. Das muss man sich mal vorstellen. Ursache ist natürlich, dass aufgrund der Houthi die Meeresschifffahrt jetzt über das Kap der Guten Hoffnung geht und eben nicht mehr durch den Suezkanal, was ja eine viel kürzere, Strecke wäre. Und Fed-Zinsen senken kann man machen, aber was ist, wenn Sedell dann dran kommt? Jetzt sagt Goldman Sachs, also wenn Donald dran kommt, dann müsste die Fed wahrscheinlich 5 extra Zinsanhebungen machen, nicht Senkungen, denn wir würden dann eine Inflationsentwicklung wie in den 70er Jahren haben. Und es gibt ja diese Vergleiche zwischen der Inflation in den 70er, 80ern und heute. Und alle sagen, ja, es ist eine andere Zeit, aber was ist, wenn Donald Trump kommt? Und dann hast du eine ähnliche Zeit wieder wie eben in den 70ern, weil du Zölle hast, weil die Migranten rausgeschmissen werden, die Löhne steigen, gleichzeitig eben die Einnahmesituation sich verschlechtert, weil Trump die Steuern ja vor allem für Unternehmen senken will. Und so sehen wir hier dieses Defizit, das höher ist als im Ersten Weltkrieg in Relation zum BIP bei den Amerikanern, nicht ganz so hoch wie im Zweiten Weltkrieg. Und die Anleihemärkte setzen jetzt ganz klar schon auf einen Sieg von Seth Donald. Und dass der nicht sparsam sein dürfte, das hat er in seiner ersten Amtszeit bewiesen, doppelt so viel Schulden gemacht knapp wie bisher Biden in seiner bisherigen Amtszeit. Und das war ja auch kein Chorknabe, der hat ja auch richtig Gas gegeben mit der Verschuldung. Hier sehen wir mal in Sachen adjustiert für Inflation, wie diese Verschuldung hier, wie dieses Defizit hier immer weiter ausufert. Klar in Corona, aber dann hat sich das erholt, aber jetzt geht es eben wieder deutlich nach unten. Das Defizit geht also nach oben in Relation zur Wirtschaftsleistung. Und jetzt die Frage, wird Biden überhaupt nochmal antreten? Ich hatte heute Morgen schon versucht klarzumachen, dass die Wahrscheinlichkeit immer geringer ist, dass Biden wirklich nochmal antritt. Hier sehen wir jetzt die Wettmärkte, sehen Kamala Harris jetzt vor Biden inzwischen als Kandidatin der Demokraten. Jetzt haben vor wenigen Minuten Abgeordnete der Demokraten im Abgeordnetenhaus haben gesagt, sie wollen einen Brief schreiben und werden darin verlangen, dass Biden zurücktritt, dass er also zumindest nicht als Präsident sofort zurücktritt, aber seine Kandidatur aufgibt für die Präsidentschaft. Das ist natürlich schon ein Hammer. Man sieht, wie unruhig die Leute werden. Hier sehen wir das nochmal. Harris jetzt vor Biden inzwischen und interessant ist, was Samantha LaDuke sagt, denn die sagt, behavior changes only when we believe that everyone else believes the information, und sie macht das daran fest, dass praktisch jetzt eben alle gecheckt haben, Biden ist wohl nicht mehr in der Lage, weitere 4 Jahre in irgendeiner Form als Präsident zu sein. Und sie vergleicht das mit Weinstein, der ja in den Knast gewandert ist. Da haben die Businesspartner auch gewusst wahrscheinlich, was der für Dreck am Stecken hat. Aber erst als es die Öffentlichkeit erfuhr, sind sie in Panik geraten und mussten dann ihre Geschäfte mit Weinstein beenden. Und so ist es jetzt auch. Jetzt werden die Demokraten, die wahrscheinlich in der Mehrzahl gewusst haben, was mit Biden los ist, eben nicht mehr umhin können, weil es alle gesehen haben, ihre Meinung
zu ändern. Das hat Pelosi schon angedeutet, die gesagt hat, ja, man wird ja mal fragen dürfen, ob das dauerhaft ist bei Biden oder halt nur ein vorübergehender Zustand. Hier sehen wir nochmal Kamala Harris vorne, aber gegen Trump sehr unwahrscheinlich, wenn wir predicted glauben, diese Wettplattform in den USA. Wahrscheinlichkeit Trump 58,6, Harris 14,7, Biden 13,9, also ziemlich eindeutig, zumindest aus Sicht eben der Wettmärkte. Und jetzt merken wir auch, dass Mainstream-Media in den USA mitspielt und auch die Ablösung von Biden fordert oder die Aufgabe der Kandidatur fordert. Das hat jetzt zum Beispiel die New York Times gemeldet. Ah, ein enger Vertrauter von Biden hat gesagt, dass der Präsident jetzt erwägen würde, wirklich sich aus dem Rennen zurückzuziehen. Daraufhin Andrew Bates mit einem Dementi. Nein, das hat er nicht. Also wir sehen, die Demokraten selber, die Politiker schwenken um, die ganzen Medien schwenken um, New York Times, alle, die den Demokraten nahestehen, die sind jetzt inzwischen in diesem Camp. Aber die Aktienmärkte haben sich gesagt, super, ist doch gut, egal wer jetzt gegen Trump antreten wird, wir interessieren uns für die Zinsfrage, also ist man gestiegen, vielleicht kommen wir noch zu dieser oberen Trendkanalbegrenzung beim S&P 500, massiv überkauft, gar keine Frage, der S&P als Index, aber gucken wir uns mal den ganz breiten Markt an, nämlich hier Bullish Percentage Index praktisch an der New Yorker Börse insgesamt, also alle Aktien, die da gelistet sind. Und da sind wir überverkauft mit einem RSI von 24, die Indizes auf Allzeithoch, aber die meisten Aktien sind überverkauft und wir haben ja jetzt die Konjunkturdaten gesehen, die Wirtschaftsdaten, und das macht ja durchaus Sinn, dass man da verkauft, weil man sagt, naja, wie wollen die denn Geld verdienen? Aber die 10 großen Tech-Werte reißen ist raus und die sind bisher für 77% des Anstiegs im S&P 500 zuständig, der zweithöchste Wert in der Geschichte, der jemals erreicht wurde. Und das, wo wir sehen, dass eigentlich die Finanzkonditionen sich verschlechtern. Wir sehen das ja an Märkten wie Bitcoin, ist ja jetzt nicht mehr so gut drauf. Wir sehen, dass der Yuan, der chinesische Yuan, Probleme hat. Der Yen wird abverkauft, der brasilianische Real. Also alle, die für diese Finanzkonditionen gegenüber dem Dollar sensibel sind, die zeigen ganz, ganz klare Schwäche. Aber die Aktienmärkte steigen. Und für mich ein Signal geradezu, dass Kolanovic von JP Morgan, der ja sehr bärisch war, jetzt die Bank verlassen muss wahrscheinlich, weil er eben bärisch war. Wir hatten vorher schon Mike Wilson gesehen, der sozusagen aus dem Anlegerkomitee, Anlagekomitee von Morgan Stanley rausgeschmissen wurde. Also die beiden Bären sind praktisch weg. Jetzt kann es ja nur noch nach oben gehen, oder? Ganz klar würde ich als klar bullisches Zeichen natürlich interpretieren, wenn wir noch ein bisschen geopolitisch uns hier mal umtun. Dann sehen wir, die Israelis haben heute einen hochrangigen Funktionär der Hezbollah getötet mit einem Luftschlag. Das wird die Situation nicht wirklich beruhigen. Da ist wirklich akut Gefahr, dass hier ein offener Krieg ausbricht, der dann auch den Iran mit reinziehen würde. Und wir haben in Frankreich, da ja am Sonntag die zweite Runde der Wahlen. Und heute wurden die Defizitzahlen für den Mai veröffentlicht in Frankreich. Und das ist das größte Defizit seit vielen Jahren, das wir jetzt in diesem Monat sehen. Im Vergleich zu den Jahren 2022, 2023, man hat Corona hier ausgelassen, war eine Sondersituation, also mit vergleichbaren Jahren, sagen wir mal. Das ist diese abgebrochene Linie hier, das Defizit bisher so groß in Frankreich wie in den letzten Jahren eben nicht. 5,5% zum BIP, das ist mal eine Hausnummer. Und wenn jetzt die Linken dran kommen, weil Macron eben diesen Kompromiss machen muss und die allermeisten Kandidaten von Macron eben ausscheiden zugunsten der linken Volksfront, dann wird Macron wahrscheinlich einen linken Premierminister an die Macht lassen müssen. Und der kann innenpolitisch schalten und walten. Macron kann nur Verteidigung und praktisch Außenpolitik machen. Und das würde bedeuten, da so eine Studie, dass die Staatsausgaben massiv nach oben gehen würden, die Schulden massiv nach oben gehen würden, wenn hier dieses Programm auch nur ansatzweise umgesetzt würde. Und das ist gleich meine erste Empfehlung. Wenn Sie mal wissen wollen, was das alles pro Jahr kosten würde, wenn diese Wahlkampfversprechen umgesetzt werden, hochinteressant. Erste Empfehlung, das erklärt, warum die Märkte so ein bisschen nervös sind, nach wie vor. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen. Und die zweite und letzte, Kolanovic. Das ist wirklich eines der Highlights. Das ist die zweite Empfehlung. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.